Hi ihr Lieben, heute gibt es eine Zahlentorte von mir. Die habe ich zum 50. Geburtstag meiner Schwiegermutter gebacken und dachte mir, dieses Jahr gibt es mal keine klassische Torte, sondern solch eine hübsche Zahlentorte. Die besteht aus einem Vanillemürbeteig mit einer extrem leckeren Erdbeercreme. Der Geschmack dieser Torte hat mich total an die Benjamin Blümchen-Torte erinnert. Vielleicht kennen sie einige von euch, dann wisst ihr, was ich meine. Die schmeckt fantastisch und ist im Vergleich zu einer klassischen Torte natürlich viel einfacher in der Zubereitung. Zudem finde ich, dass diese Art von Torten wirklich wunderschön aussehen. Also legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Mürbeteig braucht ihr Mehl, Zucker, Butter, Eier und etwas Vanillezucker und die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Als erstes habe ich das Mehl gemeinsam mit dem Zucker in eine große Rührschüssel gegeben und in der Mitte eine Mulde geformt. Da rein kommen dann die restlichen Zutaten und alles wird so lange miteinander verknetet, bis ihr einen weichen und geschmeidigen Mürbeteig erhaltet. Nach ca. 2-3 Minuten Kneten erhaltet ihr einen weichen Mürbeteig und der wird jetzt direkt weiterverarbeitet. Ihr braucht ein großes rechteckiges Cakeboard, aber ihr könnt natürlich auch eine große Tortenplatte benutzen, wenn das Maß ausreicht. Ich persönlich finde aber, dass es auf einem Cakeboard viel schöner aussieht. Meins hat das Maß 30x40 cm und darauf passen genau 2 DIN A4 Blätter drauf. Ich habe mir jetzt 2 Zahlen ausgedruckt, in meinem Fall die 5 und die 0. Ihr könnt natürlich auch Buchstaben verwenden und diese Schablonen schneide ich jetzt erstmal aus und lege sie zur Seite. Ich wollte die Zubereitung so simpel wie möglich halten und habe mir hierfür 2 Lagen Backpapier genommen, sie einmal durch die Mitte geschnitten, sodass ich 4 Lagen erhalte. Auf jede Lage kommt 1/4 von dem Teig und wird direkt darauf aufgerollt. So müssen wir den Teig später nicht auf ein Backpapier setzen, denn dadurch würde sich die Zahl verformen und wir wollen das ja so schön wie möglich haben. Deswegen habe ich mir jetzt 1/4 des Teiges genommen und rolle das erstmal gleichmäßig und länglich aus. Kontrolliert, ob die Schablone auf den ausgerollten Teig passt und falls dem so ist, muss der Teig jetzt kurz gekühlt werden. Das machen wir, damit der Teig beim Zurechtschneiden sich nicht verformt und hierfür packt ihr ihn auf eine gerade Oberfläche, zum Beispiel auf einem flachen Teller oder eine Platte und so gebt ihr den Teig dann für ca. 20 Minuten ins Gefrierfach, das sollte ausreichen und während der erste Teig kühlt, könnt ihr schon mal den zweiten ausrollen. Nach ca. 20 Minuten im Gefrierfach hat mein Teig die perfekte Konsistenz zum Weiterverarbeiten. Darauf packt ihr jetzt die Schablone und geht mit einem scharfen Messer an den Seiten entlang. Versucht das so gleichmäßig wie möglich zu machen, damit ihr zum Schluss eine schöne Zahl erhaltet. Und falls ihr das jetzt nicht so eilig haben solltet, dann könnt ihr den Teig natürlich auch schon am Vorabend zubereiten und einfach in den Kühlschrank packen. Aber wenn ihr das mit dem Gefrierfach macht, dann geht das wirklich ruckzuck und ihr habt keine langen Wartezeiten. Nachdem ihr vorsichtig an den Rändern entlang gefahren seid, entfernt ihr den überschüssigen Teig, zieht dann vorsichtig die Schablone ab und danach erhaltet ihr eine perfekte Zahl. Die kann jetzt natürlich direkt mit dem Backpapier auf euer Backblech, das war ja der Gedanke dahinter, so verformt sich der Teig nicht und auf euer Backblech passen genau 2 Zahlen drauf, also bereitet ihr noch die zweite vor und danach geht's ab in den Backofen. Eure Kekse kommen jetzt in den auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizten Backofen für ca. 12-13 Minuten. Sie sollten noch richtig schön hell bleiben, aber an den Rändern eine ganz leichte Bräunung bekommen. Nach der Backzeit sollten sie erstmal für ca. 2-3 Minuten auf dem Backblech ruhen, denn sie sind noch sehr zerbrechlich. Und nach der kurzen Kühlzeit könnt ihr sie dann auf ein Auskühlgitter stellen. Dann kommen die zweiten Zahlen mit drauf, genau die gleiche Backzeit. Und wenn die auch fertig sind, lasst ihr jetzt alle Kekse erstmal richtig auskühlen. Während die Kekse auskühlen, bereiten wir die leckere Erdbeercreme zu. Hierfür braucht ihr kalte Sahne, Mascarpone, Quark, Erdbeermarmelade, Puderzucker, Vanillezucker und Sahnepart oder Sahnesteif. Und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes gebt ihr alle Zutaten außer der kalten Sahne in eine große Rührschüssel. Die werden jetzt miteinander schön cremig verrührt, aber achtet bitte darauf, dass ihr das jetzt nicht zu lange verrührt, also maximal eine halbe bis eine Minute, nicht länger, denn wenn Mascarpone zu lange verrührt wird, dann kann er gerinnen und komische Klümpchen bilden.
Nach circa einer halben Minute bei höchster Stufe habe ich eine schöne cremige Masse erhalten und jetzt kommt die eiskalte Sahne mit hinein und damit meine ich auch wirklich eiskalt. Ich gebe meine Sahne immer eine halbe Stunde vor Gebrauch ins Gefrierfach, dann hat sie die perfekte Temperatur und währenddessen lasst ihr noch das Sanapart oder Sahnesteif mit einrieseln. Das Ganze wird dann bei höchster Stufe so lange verrührt, bis ihr eine schöne feste Creme erhaltet, aber nicht zu lange, das dauert wirklich nicht mehr als ein oder maximal zwei Minuten. Habt also ein Auge darauf, damit die Creme nicht überschlagen wird. Bei mir hat die Fertigstellung der Creme jetzt noch circa eine Minute gedauert, also das geht wirklich sehr schnell. Wenn ihr jetzt frische Sahne separat aufschlagen würdet, dann dauert das natürlich viel länger, aber da wir alles in einer Rührschüssel zubereiten, dauert das deutlich kürzer. Die Creme ist jetzt richtig schön fest und cremig und riecht super schön nach Erdbeere. Die packt ihr jetzt nochmal kurz in den Kühlschrank, also für ca. 20 bis 30 Minuten und währenddessen kühlen auch die Kekse komplett aus. Meine Kekse sind jetzt vollständig ausgekühlt und achtet bitte darauf, dass sie auch keinerlei Restwärme enthalten, denn sonst kann eure Creme schmelzen. Die habe ich jetzt umgedreht und meine Creme hatte ich vorhin in einen Spritzbeutel mit einer Lochtille gefüllt und welche genau das ist, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Da habe ich jetzt ein paar Spritzer drauf gegeben, damit der Keks jetzt am Cakeboard fest bleibt. Dann habe ich das umgedreht und so platziert, dass beide Kekse relativ mittig sind und danach geht es ans Dekorieren. Wir sind schon dabei, die Torte fertigzustellen, also ihr seht, das geht wirklich ruckzuck. Ich habe jetzt kleine Kreise auf die Kekse gespritzt und achtet dabei darauf, dass ihr erstmal an den Rändern entlang geht und die Mitte dann später ausfüllt und benutzt auch reichlich von der Creme, denn die reicht auf jeden Fall aus, also seid jetzt nicht zu sparsam damit. So sieht jetzt die erste Schicht aus und versucht bitte den Keks vollständig auszufüllen. Dann platziert ihr den zweiten Keks vorsichtig darauf und danach sind wir auch fast schon fertig. Jetzt kommt noch die zweite Schicht Creme oben drauf und wie schon vorhin erst mit den Rändern anfangen und danach die Mitte ausfüllen. Wenn das jetzt nicht ganz so perfekt aussieht, ist es auch nicht schlimm, denn die Torte wird ja noch schön reichlich dekoriert und dann kann man den einen oder anderen Fehler damit auch leicht kaschieren. So sieht das Ganze dann aus. Meine Torte lasse ich nochmal für ca. 10 Minuten kühlen, bevor ich sie dekoriere und währenddessen bereite ich schon mal mein Obst zu. Ich habe hier jetzt gewaschene und getrocknete Himbeeren, Heidelbeeren und halbierte Erdbeeren. Achtet bitte darauf, dass das Obst wirklich schön trocken ist, damit die Creme sich nicht auflöst. Und dann habe ich zur weiteren Dekoration noch essbare Blumen von Dekoback. Das ist Esspapier. Ich finde, das sah wirklich wunderbar da drauf aus. Und das Papier hat sich auch nicht aufgelöst. Die kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken, wenn ihr die auch gerne benutzen möchtet. Manche benutzen auch gerne Echtblumen. Aber so fand ich das wirklich wunderbar, da man auch alles daran essen kann. Dann könnt ihr das ganz willkürlich dekorieren. Also einfach ein paar Erdbeeren, dann die Blumen darauf verteilen. Ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch gehackt Nüsse benutzen, ganz anderes Obst. Also das ist vollkommen euch überlassen. So sieht dann die fertige Zahlentorte aus und die solltet ihr bestenfalls nicht direkt anschneiden. Der Keks ist dann nämlich noch viel zu knusprig. Optimal ist es, wenn ihr die Torte einen Tag vorher zubereitet und so lange auch kühlen lasst. Dann kann der Keks auch richtig schön durchweichen und es lässt sich dann auch viel schöner schneiden. Wenn ihr es eilig habt, dann reichen ein paar Stunden Kühlzeit natürlich auch aus. Aber je länger der Keks erstmal ziehen kann, desto weicher wird er im Anschnitt und dann schmeckt es auch eher wie eine Torte. Und fertig ist die richtig hübsche und leckere Zahlentorte. Ich konnte gar nicht genug Fotos und Videos davon machen, denn das sah einfach zu schön aus. Also die war definitiv ein Highlight auf dem Geburtstagstisch. Und wenn bei euch demnächst mal wieder ein besonderer Anlass anstehen sollte, dann probiert doch auch mal solch eine Zahlen- oder natürlich auch Buchstabentorte aus. Das ist mal eine Abwechslung und im Vergleich zu einer klassischen Torte natürlich viel weniger Zeitaufwand. Aber ich finde, es kann sich definitiv sehen lassen. Zudem hat sie wirklich fantastisch geschmeckt. Dieser Keks in Kombination mit dieser super leckeren Erdbeercreme war einfach fantastisch. Und er hatte auch die perfekte Konsistenz, da er einen Tag ruhen konnte. War also weder knusprig noch matschig. Es hat richtig wie so eine richtig fruchtige, leckere Erdbeertorte geschmeckt. Also probiert das gerne mal aus und schreibt mir dann, wie es euch geschmeckt hat. Ihr könnt mir eure Fotos auch gerne über meinen Instagram-Account RoxBakery schicken. Darüber freue ich mich jedes Mal und ich würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen hoch
hoch und ein Abo freuen und hoffe, dass wir uns auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!